Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. So, wir waren beim letzten Mal mit der, nennen wir es mal Szenario, durch, haben nun hier eine Sache irgendwie nicht gefunden. Dusche, Messer, Statue, keine Ahnung, was wir hier nicht. Guck, wir haben hier sogar dieses Zeitung liegen. Egal, machen wir mal weiter. Oh, jetzt dürfen wir wieder putzen. Oh. Auch steht. Essen ist fertig. Ich komme. Oh. Immerhin müssen wir anscheinend nicht kochen. Serviere das Essen. Nö, wir rennen erstmal nach da hinten. Hier? Nö, hier. Ja. Oh. Ach, das Licht anmachen. Zack. Licht ist eingeschaltet. Geil. Weil das ja so viel besser ist in dieser schummeligen. Jetzt gibt es nicht noch eine Dröhnung. Was gibt's denn Leckeres? Spaghetti mit Nudeln. Und auch geil, sie ist schon fer ist fertig mit dem Kochen. Also das Essen steht da, also Essen ist fertig. Und die Küche ist schon instant wieder tipptopp aufgeräumt. Das heißt, das Essen ist eisekalt. Was angeht, also es dampft noch. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Servieren. Hat die jetzt denn? Und jetzt bleibe ich hier doof stehen, wenn. Servierte. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Erstes Und dass ich Kind. jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche. Was tue ich? Kauf mir einen Ich Android. kaufe mir einen verdammten Androiden. Den du dir eigentlich nicht leisten kannst. Was für ein Witz. Okay. Warte auf neue Hör auf Anweisungen. rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Oh. Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Ich glaube, der rastet gleich richtig Glaubst du aus. vielleicht. Ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Oh nein. Komm wieder her. Toll. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Toll. Okay. Wie nach Alice. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Oh nein, sag jetzt nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Ja, genau. Darf ich wenigstens hier aufräumen? Ja, selber schuld. Ich würde den auch nicht haben wollen. Scheiße! Ich hab doch nur, ich wollte doch nur zurück. Scheiße! Nein, was passiert dich? Was passiert jetzt? Ich kann Q drücken? Ja, ich muss das jetzt mal. Ich glaube, ich verstoße gerade gegen meine Programmierung, quasi. Ich durchbreche diese Mauer.
der Ring ist rot geworden. Beschütze Alice. Oder? Überzeuge Todd? Okay, handle sofort. Scheiße, also entweder wenn ich jetzt hochlauf, rennt der voll, merkt er das doch. So, ich will Alice beschützen. So, dann mal. Wieso jetzt? Das Spiel will also, dass ich mir Todds Waffe klaue, anscheinend. Von der ich ja weiß. Boah, jetzt. Vor allem, wie schnell die auch auf einmal laufen kann. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Eine fette Wumme, ich hab eine fette Wumme. Die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Oh nein, du schießt. Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Oh nein, ich glaube, ich nicht die Waffe. Was ist das? Das Touch DF. DDD. Nee. Ich war voll nicht drauf vorbereitet. Komm her, Miststück. FFFFF. Nee. Es sind immerhin nur zwei verschiedene Tasten. Wie oft denn noch? FF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 
nach Alice und dann. Ja, es. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt hier. Könnte man jetzt theoretisch. Alles klar, echt heftig, ja, dann machen wir mal weiter. Aber da sieht man mal, es lohnt sich echt, das Spiel öfters zu spielen. Das Ende ist hier anders. Oh, Charakter erschossen, noch warum, das wollte ich eigentlich echt nicht. Ja, egal. Okay, jetzt sind wir wieder bei der Villa. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Wo er recht hat, hat er recht. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig. Wir kommen von der Cocktailparty. Und er will was trinken. Ja, wenn er will, kann ich hier sonst noch irgendwas machen, bevor ich wieder 50.000 Sachen vergesse. Scotch ohne Eiswürfel. Schenke Whisky ein. Kann ich da? Ne. Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Yay, Alkohol ist die Lösung für alles. Alkohol. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Oh nein. Ich Ruf die Polizei. Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Oha. Sehen wir mal nach. Ich will nicht nachsehen. Nicht, dass wir auch noch, dass wir noch jemanden umbringen. Toll. Ich will nicht. Nee, ich geh nicht. Schuss. Schicker, wir gehen hoch. Ich kann das. Ich werde mit dir in die Tür gehen. Und garantiert bin ich gezwungen, dahin zu gehen. Natürlich bin ich gezwungen, dahin zu gehen. Wir drehen uns im Kreis. So, Kamera, drehst du dich mal bitte wieder? So. So, nein, nein. So, jetzt. Ich will. Ich will. Oh nein, da steht der. Ist das bestimmt der. Das ist der Sohn bestimmt. Leo! Ja. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Wollt der jetzt was? Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Ich glaube. Schaff ihn sofort hier raus! So. Wir machen mal raten. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum? Oh, bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Scheiße. Na los, zeig, was du kannst. Oh nein, wir prügeln uns nicht. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Verteidige dich nicht. Reagier einfach nicht. Ist klar. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Nö. Bist du ein Mann? Ich schlag dich nicht. Hör auf. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss. Nein! Ich muss es machen! Das Spiel verliert. Das Spiel verlangt mich dazu. Toll, oh, die nächste Leiche, ich sehe es schon kommen. Ich will nicht, nein, 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 ich will. Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf.
Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Aushalten. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht. Come on. Ruf einen Krankenwagen. Nein. Carl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein, bitte. Ja, Dad. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Ah, toll. Der Android. Es war der Android. Dann sind wir jetzt wohl tot. Aber ich glaube, auch wenn ich ihn weggestoßen hätte, das wäre... glaube ich, aufs Gleiche im Prinzip. Keine Polizei tritt ein. Hier. Und dann wäre hier halt... Ich hätte halt... Hey, ich hab dem doch... Ich hab doch viel... Egal. Ich darf das nicht hinterfragen. Weiter geht's. Oh. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Jetzt müssen wir da, wieso müssen wir das machen? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Oh, Hank ist angespannt. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Kann man die nicht einfach auslesen? Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Toll. Ich könnte ihn befragen. Ja. Okay, wir müssen uns immerhin nicht für irgendwas entscheiden. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Kann ich endlich mal wieder laufen? Toll, was für eine Die Frage ist jetzt, was für eine... Erzwinge ein Geständnis. Okay, also ich kann mir die Akten... Ich kann mich hinsetzen? Ich guck mich auch mal im Spiegel an. Bin ich nicht. Also optisch sieht der ja schon gut aus. Was macht denn dieser Junge jetzt schon? Oh nein, das hängt bestimmt voll angepisst auf mich. So. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Akte durchblättern. Ist klar, aber ich weiß ja, ich war ja am Tatort. I'm alive. Oh, wir haben was freigeschaltet. Alles klar, dann setzen wir uns mal hin. Wir haben alles gemacht, was wir konnten, uns angeguckt, durchgeblättert. Okay, analysieren, verhören. Wir machen mal eine Analyse. Also, fangen wir hier oben an. Was haben wir hier? Oh. Was stand da? Scheiße, jetzt kommt. Hinweis auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Alles klar, das ist doch schon mal gut. Dann das hier. Weiß ja nicht, was das. Ah, Modell HK4 Haushälter. Aha, alles klar. Okay, zack, zack, alles klar. Machen wir erstmal hier einen Arm.
Schlagwunde nicht kritisch. Stufe 2 Schaden verursacht durch Baseballschläger. So, da bin ich wieder. So, also, wir hatten das, dann kommt das hier. Brennflecken. Oh, was sind das? Brennflecken. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Ey, ist das toll. Oh. Und getrocknetes Blut. So. Damit endet die Folge jetzt aber auch. Dann ist die lang genug. Mal gucken. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao.